Yo, 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 was geht ab, Leute? Wir sind wieder am Start mit dem zweiten Part von Footdraft. Die letzten beiden Spiele konnten wir gewinnen. Das letzte mit 4-1, wo Costa übertrieben abging. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, wie ich das Team noch ein bisschen verbessern kann. Boom, Benzema nach links und Raphael rein. Die Teamchemie geht auf 100 hoch. Und somit ist unser Team jetzt richtig krank. Hat Raphael 4 Sterne-Skills? Ja, hat er auch. Also passt das alles perfekt. Ich würde sagen, wir warten gar nicht lange, kommen ins dritte Spiel, ins Halbfinale. Ich bin mal gespannt, ob ich ins Finale einziehen kann. Oh, ich hab richtig Bock, Mann. Okay, wir haben unseren Gegner gefunden und der hat Lionel Messi im Sturm, El Shaarawy, Pastore. Hat ein ganz geiles Team, kein Ronaldo oder so am Start, kein Hero Ronaldo wie der letzte Gegner. Und ich würde sagen, das können wir gewinnen. Ich hoffe, wir gewinnen das. Ab geht's. So, es geht direkt los. Er hat den Ball, er hat den Anstoß und passt uns den Ball zu. Das fängt er richtig gut an. Komm, direkt oben auf Ribéry. Es geht hier direkt los. Ribéry dreht auf, Boom geht vorbei. Komm, Spin, Chop wieder nach außen. Jetzt, ey, das klappt gerade alles. Oh, jetzt macht er nicht den Roulette, Mann. Ich habe schon lange den Roulette eingegeben. So, schön geholt. Jetzt kontern wir. Boom, wir schicken unten Benzema die Glatze. Erstmal McGee Spin Roulette jetzt. Oder dann macht er es halt so. Fake. Zack, wir gehen weiter auf Costa. Und da dreht er jetzt wieder auf. Da dreht er auf. Das wird jetzt das Tor, glaube ich. Boom, wir gehen vorbei. Nein. Junge, die machen irgendwie nicht den Roulette gerade. Hol dir den Ball, Douglas. Wow, what the fuck, Alter, was für ein Schuss vom Gegner, der geht unter die Latte, richtig Glück gehabt haben wir hier, richtig Glück. Benzema spielt erstmal auf Raphael, Raphael unten auf Götze, jetzt oben läuft er durch, zack, das ist Benze, die Glatze, die wird jetzt das Tor machen. Komm, komm, du schneller, nein, oh mein Gott, nein, 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 nein. Elfmeter, what the fuck, das war doch gar nicht. Er schießt eh halb links, Mann. Hier schießt er hin. Ja, Digga. Ja, Mann. Jetzt aber. Douglas, Douglas. Komm, komm. Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Douglas. Fuck, Mann. Zu viel. Ich wollte wieder zu viel. Durch die Mitte einfach und der kommt an, oder was? So ein Pass kann nicht ankommen. So ein Pass kann einfach nicht ankommen. Die darauf folgende Ecke. So, okay, zweite Halbzeit. Ich muss mich jetzt nochmal voll konzentrieren und alles nach vorne schmeißen. Weil so kann es nicht... Hä? Ist der AFK der Typ? Digga, das kann doch nicht sein, oder? Wieso geht man, wenn man führt, AFK oder so? Er hat doch gerade noch weiter gedrückt. Hä, er ist sogar da. Ich check gerade nicht, wieso, hä, wieso hat er nicht verteidigt? Juckt nicht, Digga. Tor für uns, ich freue mich drüber. Alles klar. Jetzt greift der Typ auch wieder an, normal. Oh. Ribéry zieht ab. Ganz oben läuft er. Schön, 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 aber viel zu lang. Der war viel zu lang dabei. Nice, das wird das Tor. Nein, Costa, Mann, was ist los? So, Danilo kann Freischüsse schießen, den ballern wir direkt drauf, bevor er Mann auf der Linie hat. Schade. So, wir schicken Douglas. Rabona fake. Bam, außen Elastico. Ballrolle, komm. Nein, wie knapp ist das jedes Mal? Benzema. Jetzt, Elfmeter. Nein, schon wieder nicht. Oh mein Gott, die letzte Chance des Spiels. Des Spiels, beziehungsweise es geht in die Verlängerung. Es geht, glaube ich, jetzt in die Verlängerung. Der Schiri lässt noch laufen. Und das war die letzte Chance des Spiels. Auch wenn es keine Chance war. Ab in die Verlängerung. Glück gehabt mit dieser einen Aktion, die er da gebracht hat, wo er nicht da war oder so. Oder wo er so schlecht verteidigt hat. Ich weiß selbst nicht gerade. Ich muss mir das später nochmal angucken. Und jetzt kommt Costa. Er dreht mal auf. Dreht durch, mein Costa, er dreht durch. Lass dich doch fallen, du Vogel. Wie dumm laufe ich da raus. Keeper, Keeper hat den, Keeper hat den, Keeper hat. Digga, Mann. Ich verliere das jetzt in der Verlängerung. 120. Minute, komm, eine Chance noch. Bitte, Schiri, bitte. Oh mein Gott. Nein. Warum? Oh mein Gott, Alter, wirklich 2-1 gewonnen. Ich muss sagen, er hat richtig gut gespielt und wahrscheinlich auch verdient gewonnen.
weil ich hatte so ein Glückstor gemacht, wo er irgendwie weg war oder so. Keine Ahnung, ich muss mir das gleich selbst nochmal angucken, aber Preis abholen. Wir können ihn doch jetzt Neymar in Form ziehen oder weiteres. Wir kriegen Jumbo, Premium, Goldzeit und Premium Goldzeit. Die werden wir jetzt noch schnell öffnen. Komm, wir ziehen erstmal das kleinere Pack von den beiden und danach geht's zum großen Pack. Ich bin mal gespannt, vielleicht ziehen wir hier einen Inform Neymar oder so. Und im ersten Pack ziehen wir hier einen Non-Rare. Ja, okay. Aber jetzt kommt das 7 seltene Set, Mann. Komm. Ich sehe es doch irgendwie. Da wird eine fucking Hero Card oder ein Inform drin sein. Und du kommst jetzt in mein Team, Ramirez. Nur ein seltener Spieler. Oh, alles klärchen. Fuck, Mann. Leider nicht ins Finale gekommen. Aber wenn ihr nächstes Mal Bock habt, dass ich das nochmal probiere, das Ganze, noch einen Footdraft raushaue, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Ich denke, bei 5000 Likes oder so werde ich noch einen Footdraft aufnehmen die nächsten Tage, Wochen. Und dann machen wir das. Instagram abchecken, ich bin raus und Peace.